So. Und ich mache mir jetzt wieder ein Schwert. Obwohl, wir haben hier eins. Ich glaube, ich mache mir noch ein zweites. Da haben wir auch noch einen Stick. Achso, ich habe sogar noch genug Diamanten über. Also ich kann mir noch ein zweites Schwert dann machen. Gut. So. Es ist noch nicht Nacht, also. Gehe ich erstmal ins Nether dann. Aber ich sollte nicht im Nether sterben, fällt mir dabei ein. Dann habe ich ein Problem. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich pack da auch einfach erstmal mit Zeug rein. Eisen mit da rein. Ach. Ach, lass mal einfach mit drin. Scheiß drauf. Und auch ins Nether. Brauche ich noch Netherwarzen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich jetzt 6 Blaze Swords für die Ender Augen dann. Ja, lass mich dran vorbei. So. Also das letzte Mal, als ich hier war, habe ich immer noch über Simon the Sorcerer, glaube ich, geredet, so ungefähr. Welches Jahr ich inzwischen habe, habe ich aber auch schon gesagt. Und wie gesagt, das RPG Maker Projekt hat gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt noch verbrauchen wird. Danach geht es dann los mit Eternal Legends und darauf freue ich mich jetzt schon. Weil ich hätte einfach mal ja Lust, dieses Spiel durchzuspielen und dann noch als Let's Play dann perfekt einfach. Ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem noch Spirit Eyes suchte. Weil RPG Maker Dinge kommen eher am Wochenende, also brauche ich nur 3 Parts in der Woche aufnehmen. Ja. Mal gucken, wie ich mich bei dem Spiel anstellen werde. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dann so viel wie möglich zu finden und alles und optionales Zeug zu machen, weil ich mag dieses Spiel einfach und ich hab das schon, keine Ahnung, wie oft durch. Viermal, fünfmal bestimmt. Aber ich hatte noch nie jeden Charakter auf Maximum. Ich frage mich, ob ich überhaupt die Charaktere hier im Let's Play auf Maximum bringen soll. Weil es gibt einen Boss oder ein Vieh. Es macht. Es gibt ewig viel XP, hat ewig viel HP. Und ich habe eine ganze Stunde, glaube ich, mal gebraucht, um das Vieh zu besiegen auf Level 35 oder so. In RPG Maker Games sind es ja Level 50 meistens Maximum. Also man hat es geändert. Und naja, das Vieh hat mich nie down bekommen, weil es irgendwie trotzdem, trotz dass es zu viel HP hat und so, ewig viel trotz dass es das hat, wenig Schaden machte und eine ganze Stunde habe ich da dran gesessen, bestimmt. Nur um dieses Vieh zu besiegen. Und danach habe ich es noch nicht mal wieder probiert. Weil ich weiß nicht, wie lange es dann noch gedauert hätte, nochmal. Auf jeden Fall hätte ich gerne noch einen anderen Charakter auf Maximum gebracht. Ja, ich habe schon mal insofern gespoilert, dass man mehr als 4 Charaktere haben kann.
Aber das ist auch erst in einem ganz späten Spielverlauf so. Wenn ich mich recht erinnere. So, 6 Blaze Watts, mehr brauche ich hier eigentlich gar nicht mehr. Ich pick jedes Mal falsch ab, stimmt's? Ja. Aber ich habe auch schon wieder keine Ahnung, wo es lang geht. Weil hier bin ich wohl falsch. Sechs verdammte Blaze Watts, mehr will ich doch nicht. Hallo Schwein. Ach so, hier muss ich runter oder wie? Ja, natürlich. Ah, stimmt natürlich. So viel Schweine hier. Und bam. Und alles Ton rein, egal. Oh. Blödes Pickding. Moment, ich mach mal kurz auf Peaceful. Weil das war so ein Tipp, der mir mal gegeben wurde. Dass ich einfach irgendwie einen Kasten darum baue. Ich fiel mir gerade mal so ein. Das ist so ganz spontan fiel mir das ein. Damit nichts da rausfliegen kann. Zack, zack, zack. So. Oh, ich bin schon am Ende. Und zu bauen. Außerdem ist dann der Pigman weg, also. Perfekt. So. Hier können die nicht raus. Und dann können wir auch auf normal stellen. Ach, ich wollte doch enchanten. Ah, egal. Jetzt ist zu spät. So. 2. Von 6. Dann fehlt ja noch ein bisschen. Immer noch 2 von 6. Na los. Vier von 6. Gut. Immer noch 4 von 6. Wow. Aber es war auch klar mit dem, mit Erde, dass die nicht ewig hält. Vier von sechs, immer noch.
Also, das wäre eine gute Idee von euch. Ich hätte vielleicht Nether-Zeug irgendwie abbauen sollen oder sowas. Ne, nur Nether-Brickstone oder sowas. Ja, geht nicht kaputt davon. Fünf von sechs. Noch einer. Und dann kann ich wieder hier raus. Na los! Hopp! Los! Los! Ah, na los! Komm schon! Spawn ist was! Ich will doch nur ein Ding noch. Das heißt aber nicht, dass das Ding in mir spawnen muss. Los! Ich brauche nur noch eins. Bam, badam, dam, da, 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 da. Und soweit ich weiß, kann man die Viecher nur vom Spawn abhalten, indem man in jedem Bereich, wo sie rein theoretisch spawnen könnten, eine Fackel hinmacht. In jedem Feld. Wenn ich mich recht entsinne. War es der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Nee. Sieht falsch aus. Ja, hier geht's hoch. Gut. Aber wirklich. In jedem Moment. Muss ich hier runter? Ich denke mal. In jedem. Nein, falsch. In jedem Feld, wo die spawnen können, eine Fackel. Das ist unmöglich. Also man kann die echt nicht abhalten und spawnen. Hier lang? Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo der Ausgang ist. Fail? Oh. Hier? Ah ja, jetzt habe ich's. So. Als nächstes muss ich Ender Dings farmen. Ich hoffe, es ist Nacht, wenn ich hier rauskomme. Damit ich im nächsten Part dann Ender Pearl sammeln kann. Und dann kann ich, brauche ich nur noch bauen und enchanten. Also ich brauche nur Enchanten dann, Pfeile und sowas habe ich alles. Ihr müsst mir nur noch sagen, irgendwer muss mir sagen, ob ein Schwert reichen würde. Ein Dia-Schwert. Also, weil da habe ich keine Ahnung. Also, ich meine ja, aber ich habe keine Ahnung. Und ich werde das einfach enchanten und egal was drauf kommt, das werde ich dann so hinnehmen, denke ich. Ich werde ja nicht einen Speicher, eine World speichern und dann tausendmal probieren, bis irgendwas Brauchbares rauskommt. Weil es dauert ja eine ewige lange Zeit, bis man irgendwie so Level 48 oder so Enchant-Dinger da findet. Oder bekommt in dem Enchantment-Table. Das höchste, was ich mal gesehen habe, war 48. Und das war schon nach 1000 Mal rein- und rausziehen des Gegenstandes. Also, man kann sich vorstellen, wie lange das dauert. Weil die müssen ja jedes Level unterbringen, selbst wenn man, wenn man alles umringt hat, so wie ich jetzt, muss ja auch irgendwie Level 1 oder so mal vorkommen.
Weil man da ja auch schon enchanten kann. So, düpte. Ich weiß so. Also Bogen enchanten. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Bogen überhaupt umgehen kann. Und ich muss einen Kürbiskopf. Was ist dann schlauer? Ein Kürbis? Soll ich. Ich weiß nicht, greift mich der Enderdrache schon an, wenn ich ihn nicht angegriffen habe und so? Ich habe keine Ahnung. Weil dann könnte ich mich erstmal um die Enderman kümmern. Ich habe keine Ahnung. Und davon eine Menge, hey. Echt mal. Also, wer Ahnung davon hat, soll mir das gerne sagen. Und wegen dem Server dann, wie gesagt, werde ich mich dann nochmal irgendwie melden. Oder erst irgendwo hinschreiben oder sowas. Und dann könnt ihr da drauf kommen. Es wird wahrscheinlich wieder auf einen Nitrado-Server hinauslaufen. Der dann läuft. Ach, leck mich, Spinne. Und dann können dann maximal 6 Leute oder so werden wir machen drauf und dann könnt ihr da drauf bauen. Und ja, ich denke, das war's dann für diesen Part erstmal und damit bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK und Diana Jones.